Sie hatte Liebeskummer und wollte ihrem Leben einen neuen Sinn geben. Als aus der Idee, Kindern im Krankenhaus Geschichten vorzulesen, nichts wurde, entschied sich Susanne, kurz Sue Glanzner, dazu, einfach selbst Bücher für Kinder zu schreiben. Und so entstand die Geschichte von Anna Apfelkuchen, einem kleinen Mädchen mit magischen Fähigkeiten. Erschienen ist das Buch im Juli dieses Jahres. Plopp machte es. Und da stand es. Ein Mädchen, etwa so groß, dass es gerade so die Äpfel vom untersten Ast eines Baumes pflücken konnte. Es trug einen großen grünen Hut, an dessen Spitze ein Glöckchen baumelte. Seine Schürze und sein Rock waren apfelgrün und mit bunten Flicken besetzt. Die Füße steckten in viel zu großen quietschtomatenroten Gummistiefeln. Anna Apfelkuchen heißt sie. Und sie zieht mit ihrem Koffer und ihrem störrischen Besen im Baumhaus ihrer Tante im Ganz Anderswald ein. Im Ganz Anderswald ist alles ein bisschen, nein, ganz anders als anderswo. Schnell lernt die kleine Anna viele neue Freunde kennen. Zum Beispiel die Frau Weber, das ist die kluge Spinne, die immer einen weisen Ratschlag hat, furchtbar gerne Wikingerlieder singt und sehr in Chuck Norris verliebt ist. Es gibt Katharina, die eitle Kuh, die wiederum verliebt ist in Rüdiger, den ziemlich doofen Wolf eigentlich, der sich immer selber ein bisschen in die Bredouille bringt. Oder Erik das Eichhörnchen, das bei Fledermäusen aufgewachsen ist und einige ihrer Eigenschaften angenommen hat. Mit ihren neuen Freunden und ihrem treuen Begleiter, dem Besen, erlebt Anna Apfelkuchen viele Abenteuer im Ganz Anderswald. Wir räumen einmal ein bisschen mit den klassischen Märchenmissverständnissen auf, zum Beispiel mit Hänsel und Gretel, weil die originale Hänsel- und Gretel-Hexe spielt auch bei Anna Apfelkuchen mit. Die heißt Ilse Hackelmeier, ist aus Bayern und wohnt auch im Ganz Anderswald und frisst natürlich keine Kinder. War alles nur ein Missverständnis. Während Anna eigentlich recht brav ist, machen ihre Freunde gerne Unsinn. Sue Glanzner will mit ihrer Geschichte die Kinder nicht nur unterhalten, sondern ihnen auch etwas auf ihren Lebensweg mitgeben. So finden sich versteckt zwischen den Zeilen viele Parabeln und Metaphern. Dann gibt es ja auch noch den kleinen Nöstl zum Beispiel, ist ein kleiner Zwerg, der auf Talentsuche ist, weil seine Brüder immer sagen, er ist viel zu klein, um mit im Wald Bären zu sammeln. Und dann ist er furchtbar traurig, weil er nie helfen kann. Und die Anna findet dann aber raus, dass er natürlich, egal wie klein oder groß jemand ist, dass jeder irgendwie zu was gebraucht wird. Geschrieben hat Sue Glanzner das Buch in erster Linie für Kinder. Aber sie denkt, dass es auch Erwachsenen gefallen könnte. Die Geschichten aus dem Ganz Anderswald gibt's für knapp 15 €.